Herzlich willkommen. Ich möchte mit dir gemeinsam uns noch ein bisschen auf dieses Video vorbereiten und auf diese Yoga-Klasse und dich bitten, dir dafür Hilfsmittel bereitzulegen. Zum einen an der Yogamatte oder etwas Vergleichbares unter dir, sodass du Halt findest und nicht wegrutschst während dieser Yoga-Praxis, sondern wirklich etwas nutzt, das dir ein Fundament und eben eine Basis schenkt. Dann brauchst du ein Sitzkissen, denn wir werden einen Teil dieser Stunde auch im Sitzen verbringen. Jetzt am Anfang der Stunde, dann aber auch am Ende der Stunde. Und das ist einfach ein bisschen gemütlicher, wenn du mit dem Becken höher kommst. Ja, also ein Kissen brauchst du auch. Und wahrscheinlich, wenn du das möchtest, dann auch Yoga-Blöcke. Das erleichtert manchmal die Arbeit in den Haltungen, in denen wir eintauchen werden nachher. Ja, und ich bitte dich, das noch bereitzulegen und dich gut einzurichten, sodass du einen Raum für dich hast, einen Moment Zeit für dich auch schenkst, dir einen Wohlfühlbereich einrichtest und ja, dann eben hier ankommst. Und so lass uns, währenddessen du das machst, peu à peu in diese Stunde einsteigen. Wir machen das mit einem bequemen Sitz. Wenn du schon soweit bist, dann bitte ich dich, den Sitz gut einzurichten und wenn nicht, dir noch ein bisschen Zeit zu schenken, sodass du einen Weg für dich findest, um im Sitzen dann anzukommen. Gut. Was möchte ich mit dir mit dem Beginn dieses Videos machen? Ich möchte dieses erste Video als einen Wegabschnitt nehmen, der vor uns liegt. Und das ist ein Weg, der uns über 7 verschiedene Stationen zu sehr unterschiedlichen Schwerpunkten bringt. Und jede einzelne Station, die vor uns liegt, hat bestimmte Eigenschaften, Qualitäten, hat einen eigenen Ablauf, hat eigene Schwerpunkte, eigene Konzepte und Begrifflichkeiten. Aber im großen Rahmen geht es um ein ganz besonderes Thema im Yoga. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes, sehr dankbares Thema und das Thema sind die Chakras oder Chakren. Das ist ein eher philosophisch orientierter Begriff, den du sicherlich schon gehört hast, den ich aber auch sehr schön finde, denn er gibt der Yoga-Praxis etwas mehr Tiefe und Gehalt. Und da geht es dann eben nicht nur darum, den Körper zu bewegen und den Fuß in bestimmte Positionen zu bringen und die Hand noch irgendwo hinzustellen und in äußerliche Haltungen aufzutauchen, sondern, wie ich finde, sind die Chakren sehr gut geeignet, um ja, so ein etwas Tieferes zu erfahren, nämlich auch eine Intention, die in diesen Yogastunden steckt. Und vor uns liegen 7 dieser Wegabschnitte. Wir beginnen heute mit dem ersten Teil, denn Yoga kennt 7 dieser Chakras oder Chakren. Und wir können uns das ja, als eine Symbolik vorstellen. Ursprünglich kommt sie aus dem Tantra-Yoga. Tantra war eine philosophische Revolution im Yoga. Alles vor Tantra war, wenn man das so pauschal sagen darf, eine Yoga-Praxis, die eher im Kopf stattfand. Also da ging es um den Rückzug von der Welt, um den Rückzug nach innen. Und der Körper spielte keine große Rolle. Der war einfach ein Werkzeug, das mehr oder weniger da war, manchmal auch störte, wenn er Schmerzen hatte oder sich unwohl fühlte. Aber der wesentliche Fokus der damaligen Yoga-Praxis, also vor Tantra, ungefähr vor dem 15. Jahrhundert, lag im Geist. Mit Tantra fand eine körperliche Revolution statt. Der Körper wurde wiederentdeckt, der Körper angesehen als ein Zuhause, vielleicht auch ein Zuhause Gottes oder etwas Höherem, das uns teilhaben lässt am Leben. Und seit Tantra geht die Yoga-Richtung mehr und mehr weg vom Kopf, von der Kopflastigkeit hin zum Körper. Die ersten Bewegungen entstanden und Yoga entstand im Lauf der Jahrhunderte, so wie wir das heute kennen, also mit einem sehr deutlichen Bezug auf den Körper. Und Tantra war die Basis und eben aus diesem tantrischen Konzept stammen die Chakras. Wir kennen im Yoga 7 dieser Chakras, 7 dieser symbolischen Orte, die wir im Körper definieren, und diese 7 Orte sind entlang der Wirbelsäule aufgereiht. Das erste Chakra beginnt ganz unten im Ursprung der Wirbelsäule, also im Steißbeinbereich.
Dann gehen wir Schritt für Schritt im Laufe der nächsten Yogastunden durch die Wirbelsäule entlang nach oben in verschiedene andere Stationen und enden dann im siebten Punkt oben auf dem Scheitel, also an der Krone, dem Kronenchakra. Und beginnen heute in der Basis, im Fundament. Das ist eine Yogastunde, die wir eher ruhig praktizieren werden. Wir werden viel mit den Füßen arbeiten, mit den Beinen arbeiten, werden den Bodenkontakt erfahren. Und das ist ein Thema, das uns in das Verwurzeln bringt. In das Spüren, in das Fühlen und in die Verbundenheit mit dem Körper und mit den Dingen, die wir berühren, also auch der Erde. Gut, und wenn wir in diese Stunde einsteigen, dann bitte ich dich, den Sitz einmal bequem einzurichten und mit diesen Vorbemerkungen die Augen zu schließen. Und wenn du die Augen schließt, dann fehlt schon ein Eindruck der Welt. Wir ziehen einen wichtigen Sinneseindruck nach innen. Die Augen sind geschlossen, sind weniger nach außen orientiert in die Welt. Und oft in der Moderne begreifen wir die Welt als etwas, das sehr dynamisch ist und sehr wechselhaft und auch sehr schnell. Dinge ändern sich, die Welt ändert sich. Und Soziologen sprechen oft von den Erfahrungen der Beschleunigung, durch die die Moderne gekennzeichnet ist. Wir haben immer das Gefühl, die Dinge laufen immer schneller, die Zeit rast uns davon und wir finden keine Möglichkeit mehr innezuhalten. Das ist eine grundlegende Erfahrung der Moderne. Wir haben keine Zeit mehr. Und wir sind gefordert, wir sind geistig ständig gefordert und haben auch kaum noch Zeit, wieder von den äußeren Eindrücken uns zu befreien, um sie auch mal loszulassen und zurück nach innen anzutauchen. Und dafür, finde ich, ist dieses Chakra sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll. Denn es gibt uns ein sehr tiefes Geschenk. Und das ist das Geschenk, wieder Zeit zu finden für uns selbst und die Sinne wieder zurückzuziehen zu uns selbst. Und so wie ich darüber rede, so bitte ich dich, das auch mehr und mehr nachzuvollziehen und zu spüren. Also einen Weg zu gehen, der dich ein wenig vom Kopf loslässt, von den Gedanken, den Sorgen, den Nöten, den Plänen, all dem, was durch den Kopf geht. Und ich möchte dich einladen, etwas mehr den Körper zu spüren, seine Haut zu spüren, die Wärme, die Kühle, die Berührungen auf der Haut zu spüren, die Berührungen, die dir die Kleidung schenken. Aber auch die Berührung unter dir, denn du sitzt auf etwas und berührst etwas. Bring da bitte die Aufmerksamkeit hin. Da ist die Erde unter dir, die dir Halt gibt, denn du tauchst ja nicht wirklich tief in den Boden ein. Der Boden hält dich und gibt dir Sicherheit und eine Basis. Und ich möchte dich bitten, dich in diesen Halt etwas zu entspannen. Das kann mit dem Beckenraum sein, der dadurch tiefer in die Auflagefläche hineinsinkt. Es können die Hüftgelenke sein, die entspannt werden. Auch die Beine, die sich entspannen können. Wenn du noch einmal die Auflagefläche des Beckens visualisierst, dann stell dir vor, dass diese Fläche größer wird, indem dein Becken tiefer in die Unterlage sinkt. Lass es da ankommen. Und hier begegnet uns schon das erste Mal Muladhara. Das ist das erste Chakra, das uns auf dieser Reise begegnet. Mula wird oft übersetzt mit einer Wurzel, also eine Wurzel einer Pflanze, und Dada oft mit einer Basis oder einem Zentrum. Und daher nennt Muladhara Chakra sich auch oft das Wurzelchakra. Und genau das ist auch die Intention, sich verwurzeln. So wie eine Pflanze Wurzeln braucht, die sie in die Erde wachsen lässt, um dort Halt zu finden und aus diesem Halt aus der Erde zu wachsen, so brauchen wir auch ein Fundament, ein Ort, an dem wir verwurzelt sind. Vielleicht ist es der Ort, den du für dich jetzt gefunden hast, vielleicht ein Ort in Gedanken, ein Lieblingsplatz, an dem du jetzt bist.
und ein Ort auch mal sein zu dürfen, gelöst von den Anforderungen und Erwartungen der äußeren Welt. Mit diesem Gefühl bitte ich dich, symbolische Wurzeln wachsen zu lassen, in die Erde und um dich herum, als würdest du vom Becken aus Wurzeln ausbreiten lassen in den Boden, die um dich herum sich ausbreiten. Und das kann dir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit schenken. Gefühl, auch ankommen zu dürfen, wenn die Welt sich weiterdreht um dich herum. Das darf sie tun. Du darfst aber auch einmal aussteigen aus diesem Rad der Welt. Einfach mal sein dürfen. Muladhara, das Wurzelchakra, ist am Steißbein verortet. Das ist der Ursprung der Wirbelsäule. Das Steißbein hat sich im Laufe der Evolution unter das Becken eingerollt. Und wenn du jetzt sitzt, dann berührt eben nicht nur das Becken, sondern auch das Steißbein die Unterlage. Und da ist diese physische Verbundenheit zwischen dir und der Unterlage, auf der du sitzt. Da ist Muladhara. Dort ist auch der Beckenboden, also eine dreischichtige Beckenmuskulatur. Und wenn du mit dem Beckenboden vertraut bist, dann bitte ich dich, den einen Moment etwas anzuspannen, damit zu fühlen, wie der Beckenboden sich ganz sanft schließt. Das muss nicht gepresst sein, gedrückt sein. Das reicht eine feine Kraft aus, die den Beckenboden eben sanft schließt, ohne ihn zu verkrampfen. Und ich bitte dich, diese Kraft wieder loszulassen. Den Beckenboden zu entspannen. Noch einmal den Beckenboden sanft schließen. Und da ist etwas wie Stabilität und Kraft. Ein Zentrum der Kraft im Beckenboden. Und das lass wieder los und entspann den Beckenboden. Wir nehmen die Atmung dazu. Wenn du einatmest, bitte ich dich, den Beckenboden weich zu schließen. Wenn du ausatmest, ihn wieder zu entspannen. Und in diesem Tun bitte ich dich auch noch, die Ausatmung nach unten fließen zu lassen, durch den Beckenboden, der sich öffnet, hinein in die Erde unter dir. Dort in die Erde auszuatmen. Das nichts weiter wichtig, nur, dass du hier bist, spürst in den Beckenraum, in den Beckenboden und dorthin atmest. Noch ein, zwei Zyklen bitte. Und dann löse dich von diesem Tun. Dann kann der Beckenboden entweder weich geschlossen bleiben oder sich sanft wieder entspannen, je nachdem, was da für dich der Modus jetzt ist. Die Atmung kann wieder frei fließen. Bitte dich dann zu spüren, wie du vom Beckenbereich dich aufrichtest, nach oben wachsen kannst in die Welt. Einen entspannten, aufgerichteten Sitz zu finden, mit der Intention, dass du aus der Erde heraus nach oben wächst. Und doch nicht den Boden verlierst unter dir. Dann bring die Hände bitte vor dem Raum des Herzens zueinander und fühl auch in diese Berührung der Hände. Und
Wenn die Atmung entsteht, dann vertiefe sie. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn dann die Einatmung kommt, dann öffne die Arme, bring sie über die Seite nach oben in die Welt. Ausatmen, bring die Hände bitte vor die Stirn, vor den Mund und zurück vor den Raum des Herzens. Noch einmal einatmend, öffne die Arme mit einem Bogen nach oben. Und ausatmend, bring die Hände vor dir wieder zurück zum Raum des Herzens. Wenn du hier angekommen bist, dann lausche wieder der Atmung. Fühl die Erde unter dir. Mit diesem Gespür dafür, dass du bei dir bist, dass du geerdet bist, deinen Ort gefunden hast, an dem du sein kannst. Mit dieser Intention bitte ich dich, die Augen langsam wieder nach außen in die Welt zu öffnen. Und dann sei noch einmal herzlich willkommen. Namaste. Ja, ich grüße dich aus dem Yoga-Studio Yoga Privé aus Erfurt. Und ich bin Tobias und ich möchte mit dir heute diesen ersten Teil der Chakra-Reise beginnen, Muladhara Chakra, und mit dir in den Vierfüßler kommen. Du kannst dir da gerne schon die Yoga-Blöcke bereitlegen, die wir nachher brauchen werden. Und im Vierfüßler erst einmal da sein, dich gut einrichten. Die Hände eventuell unter die Schultern oder, wenn es für die Handgelenke bequemer ist, die Hände etwas vor die Schultern aufsetzen. Und dann schau dir die Hände bitte an und fächer die Finger auf. Ganz weit, ganz groß. Und dann fühl auch den Kontakt der Hände zum Boden, zur Unterlage unter dir. Was ist das für eine Unterlage? Ist die weich? Gibt die nach? Ist die fest? Wie verteilt sich das Gewicht auf den Händen zwischen rechts und links? Aber auch jeweils in den Handflächen außen und innen. Bitte dich, mal die Fingergrundgelenke den Boden zu drücken, besonders die Fingergrundgelenke der Zeigefinger, der Daumen, gleichwohl aber auch die Außenkanten der Hände zu erden. Dann mal zu spüren, was passiert, wenn du die Fingerkuppen in den Boden drückst. Vielleicht nicht so, dass sie weiß werden, sondern immer noch entspannt sind, aber so ein bisschen mehr den Boden berühren. Und jetzt stell dir vor, dass du die Hände wie Magnete in die Unterlage saugst, weil du so wirklich mit dem Boden verbunden bist. Und dann bleib in diesem Kontakt und komm in den Katzenbuckel. Roll dich ein, heb den Bauchnabel hoch, heb die Flanken hoch, heb dich aus den Schultern hoch und bring den Blick nach hinten Richtung Becken oder Bauchnabel. Ganz eingerollt, ganz bei dir zentriert. Und jetzt ein Pferderücken. Lass die Wirbelsäule nach unten eintauchen und bring am Ende den Blick nach vorn. Streck dich in die Welt. Wenn du ausatmest, dann roll dich wieder ein, sei bei dir, komm bei dir an. Einatmen, streck dich in die Länge. Mach das in deinem Fluss, deinem Rhythmus weiter. Muladhara führt uns in das Spüren und Fühlen, weniger in das Denken, mehr in das Spüren. Also spür bitte, wie die Bewegung durch den Rücken fließt. Du kannst das immer wieder lenken, du kannst das im Becken beginnen, ganz bewusst mit dem Becken beginnen, dann durch den Rücken hindurch eine Bewegungswelle fließen lassen. Der Wirbelsäule entlang Richtung Scheitel. Ja, und diese Bewegung beginnt am Beckenbereich und damit auch bei Muladhara. Bitte noch ein, zwei Zyklen. Und wenn du dann beim nächsten Mal im langen Rücken ankommst, dann verweile. Ein langer Rücken. Bitte dich nochmal die linke Hand gut zu erden, in die Matte zu saugen und jetzt die rechte Hand weit nach vorn zu bringen, so richtig weit nach vorn und dann am Boden aufsetzen. Und jetzt tauch bitte einen Augenblick lang mit der Stirn zur Erde ein. Du kannst die Stirn gern ablegen, du kannst auch mit der linken Hand ja ein Handkissen machen für die Stirn, wenn das bequemer ist. Und jetzt bitte ich dich zu spüren, wie die rechte Seite deines Körpers sich streckt.
ein Moment der Weite entsteht, aber auch zu spüren, wie du dich symbolisch der Erde verneigst. Denn sie gibt dir den Halt für diese Praxis. Sie schenkt dir immer wieder die Möglichkeit, hier zu sein, ganz bei dir, auf deiner eigenen Yogamatte. Und diese Verneigung und Verbeugung, das ist eine symbolische Hingabe zur Erde, die dir Halt gibt. Und dann komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler. Die rechte Hand gut auffächern und erden, linke Hand weit nach vorn strecken und in Ruhe hier eintauchen. Wenn du angekommen bist, vielleicht mit der Stirn auf der Unterlage, vielleicht die rechte Hand als Kissen für die Stirn oder eine Faust, dann spür in den Körper, spür die Dehnung der linken Seite. Spür die Erde unter dir, der du dich anvertraust. Und lass einen Moment einer Hingabe entstehen. Und das gern mit der Ausatmung verbunden. Ausatmend das Lösen, was du im Moment nicht brauchst. An Gedanken, Eindrücken, an Körperspannungen. Das, was dir die Möglichkeit schenkt, hier zu sein, das bewahrst du mit der Einatmung. Und dann komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler. Die Hände auffächern, die Finger auffächern, die Hände in die Matte saugen. Und jetzt bitte ich dich einmal, den rechten Fuß aufzustellen, den linken Fuß aufzustellen. Schieb den rechten Fuß nach hinten auf der Matte. Und dann drück den Fuß in den Boden und schieb die Ferse etwas weiter weg nach hinten. Und so wie du das machst, so finde Halt, schließ den Beckenbodenbereich ein wenig und finde die Atmung. Mit der Ausatmung einen Moment das linke Knie bitte heben. Jetzt entsteht Kraft. Drück die Hände in die Kraft des Bodens nach unten. Stell dir vor, du schiebst den Boden nach unten weg. Spür die Kraft in dir, den Halt in dir. Und dann komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler. Dann kannst du gut erfahren, dass die Hände weniger kraftvoll in den Boden drücken, aber immer noch im Boden natürlich bleiben. Jetzt den linken Fuß nach hinten schieben, den Fußballen in den Boden drücken, die Hände in den Boden drücken und im Ausatmen Beckenboden schließen, Knie ein bisschen heben, rechtes Knie heben. Der Atmung folgen, ausatmen, immer wieder ankommen bei dir, den Beckenboden zentrieren, den Boden wegdrücken. Und dann bitte wieder lösen zum Vierfüßler. Und dann lass uns wieder dynamisch werden, Katze und Pferd. Dann lande im Vierfüßler, stell die Füße wieder auf und komme den abwärts schauenden Hund nach oben. Entdecke eine für dich gute, bequeme Form, in der du ankommen kannst, in der du auch wachsen kannst. Und wachsen bedeutet, sich zu strecken, ja, lang zu werden. Und das braucht den Boden unter dir, so wie die Pflanze einen Boden braucht, den sie berührt, mit dem sie sich verwurzelt und aus dem sie wachsen kann, so brauchst du das hier auch. Und das sind die Hände, das ist die wichtigste Basis hier. Ich bitte dich noch einmal, die Finger aufzufächern, ruhig mal die Hände anzusehen, Finger zu fächern. Wenn du sie aufgefächert hast, dann bring den Blick wieder nach hinten, Richtung Becken. Und jetzt spür die Hände, wie sie den Boden berühren, drück sie in die Yogamatte, schieb sie in den Boden und spür, wie dein Rücken sich streckt, wie dein Becken hochschiebt in die Welt. Und jetzt bitte ich dich, die rechte Ferse langsam tiefer zu senken und die linke Ferse zu heben, zu spüren, dass das rechte Bein sich streckt, den Seitwechsel, linke Ferse Richtung Erde senken, rechte Ferse hochheben. Auch hier die Länge spüren. Beide Fersen zu heben, komm nah an die Oberschenkel, drück noch einmal die Hände in den Boden, schieb dein Becken hoch und wenn du ganz lang geworden bist, dann senk die Fersen mit den Außenseiten Richtung Erde. Atme aus und streck dich lang. Einatmend, komm nach vorne, den hohen Liegestütz. Ausatmend, bring die Knie zum Boden, das Brustbein zum Boden und das Becken zum Boden. Und dann komm hier an. Bitte dich zunächst die Füße abzulegen, den Beckenboden etwas zu schließen und dein Becken ein wenig einzurollen, sodass dein Steißbein etwas nach hinten schiebt.
Das verlängert den unteren Rücken, gibt ihm Raum. Dann stützt die Hände seitlich neben den Rippen auf. Roll die Schultern weich zurück und reckel dich, heb dich ganz sanft hoch in die erste kleine Rückbeuge. Auch hier ist der Bodenkontakt sehr wichtig und gut. Er unterstützt dich. Das kannst du spüren, wenn du die Hände einen Moment löst. Dann merkst du, der Rücken ist stark, braucht Kraft und Halt. Ganz anders, wenn du die Hände nach unten bringst und in den Boden drückst, dann geht es viel leichter nach oben. Ja, noch einmal bitte den Unterschied, die Hände vom Boden etwas lösen, die Kraft spüren, die hier entsteht. Und dann drück die Hände wieder nach unten in die Erde, heb dich nach oben, vielleicht ein bisschen höher, Kobra oder der aufwärtsschauende Hund. Und dann komm wieder zurück in den abwärtsschauenden Hund. Und wie du da ankommst, fächer die Finger bitte auf, drück die Matte in den Boden nach unten, schieb dein Becken hoch und senk die Fersen. Jetzt heb dein rechtes Bein nach oben hoch. Und stell dir vor, dass du den Fuß gegen einen Widerstand an der imaginären Wand nach hinten wegschiebst. Mach dich lang, drück den Fuß nach hinten. Und dann schau Richtung Hände und schwing den Fuß nach vorn. Da kannst du gerne die Blöcke nehmen. Wir bleiben einen Augenblick hier. Und bitte dich zunächst, die Zehen im rechten Fuß zu heben. Und dann siehst du sehr schön, dass das Fußgewölbe sich hochhebt. Ja, auch der Innenknöchel sich hochhebt. Du spürst den Bodenkontakt des Fußes. Drück die Ferse nach unten, drück die Außenseite nach unten und den großen Ballen nach unten. Und dann senk die Zehen weich wieder zurück. Und jetzt zieh die Füße sanft aufeinander zu, als würdest du den Boden zusammenschieben, die Matte unter dir etwas falten und zieh die Beinmuskulatur hoch Richtung Becken, schließ den Beckenboden und dann lass wieder los, schieb die Füße auseinander, dehn die Matte unter dir in ihre Länge. Einatmend, die Füße aufeinander zuziehen, das Becken etwas heben, den Beckenboden schließen, ausatmend wieder entspannen. Noch 2, 3 Zyklen. Und mit dem nächsten Ausatmen, dann komm wieder an, lass dein Becken tiefer sinken und lass es einmal ankommen. Zuerst würdest du alle Spannung, alles Gewicht des Beckens nach unten abgeben. Atme es nach unten Richtung Erde. Dann senk dein linkes Knie zur Erde ab. Du kannst den hinteren Fuß aufstellen oder ablegen. Mal spüren, was für dich im Kniebereich am besten ist. Jetzt wander mit dem rechten Fuß eine Fußbreite nach außen und stütz die rechte Hand nach innen auf. Gern auf dem Block, so wie du magst. Und ich bitte dich, ein vorderes Knie zu beugen und dein Becken wieder zu erden. Lass es nach vorne runter sinken. Und immer wenn die Einatmung entsteht, dann zieh ganz sanft die Beinmuskulatur Richtung Becken, schließ den Beckenboden. Und wenn die Ausatmung entsteht, dann entspann den Beckenboden, entspann die Beine. Und dann lass uns ein wenig tiefer Richtung Erde kommen. Dafür lege ich zumindest die Blöcke etwas flacher. Und dann bringst du zunächst den linken Unterarm nach unten. Wenn das sehr tief ist, dann den Block wieder auf die höhere Kante. Wenn es sehr hoch ist, dann kannst du den Block auch zur Seite nehmen, wenn du ihn nicht unbedingt brauchst. Und jetzt komm auch mit dem rechten Unterarm nach unten. Die Innenseite ist immer so ein bisschen schwieriger in dieser Haltung. Auch hier den Block nochmal nachjustieren in die Höhe, die für dich gut ist. Und wenn du einen Modus gefunden hast, dann verweile hier. Nimm wieder den Körper wahr, die Dehnung der Beinmuskulatur. Atmung und vertief sie. Wenn du Lust auf mehr hast, dann komm auch ein wenig tiefer. Vielleicht sogar bis zur Erde unter dir mit den Unterarmen.
Komm bitte wieder zurück. Die rechte Hand wieder nach außen. Den Fuß etwas wieder zurück. Und dann stell dir den rechten Fuß als einen Anker vor, den du in den Boden drückst. Und während du den Fuß ankerst, schieb deine rechte Hüfte bitte zurück. Ja, mit dein rechtes Bein etwas länger. Du musst es nicht strecken, du kannst aber gerne spüren, wie weit es gestreckt werden kann. Immer noch den rechten Fuß nach vorn runterschieben, den Boden. Dann rechte Hüfte zurückziehen. Lass den Rücken nach vorn fließen. Und wenn du einatmest, entdeck dort Länge im Rückenbereich. Wenn du ausatmest, die Möglichkeit, über das rechte Bein dich zu entspannen. Einatmen, in die Länge fließen, den Beckenboden ein wenig schließen und ausatmend wieder entspannen, über dem Bein ankommen. Noch ein Zyklus. Dann beug dein vorderes Knie an und komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Wenn du da ankommst, dann die Finger auffächern, in die Matte schieben, den Boden nach unten schieben, Becken hochheben, die Fersen senken und immer wieder im Ausatmen lang werden und von der Erde wachsen. Mit dem nächsten Einatmen nach vorne den hohen Liegestütz, ausatmend Knie, Brustbein und Becken zur Erde absetzen. Einatmend Becken einrollen, Schultern rollen zurück, heb dich nach vorn hoch, drück die Hände in den Boden. Ausatmen, komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann heb dein linkes Bein hoch und stell dir einen Widerstand vor, gegen den du den Fuß in die Wand schiebst. Drück die linke Hand in die Erde, schieb die linke Ferse weg und dann schau Richtung Hände und bring den Fuß nach vorn. Auch hier gerne Blöcke nutzen, Fäuste oder Fingerkuppen. Und wenn die Einatmung entsteht, dann zieh die Füße aufeinander zu. Und wenn die Ausatmung kommt, dann entspann die Beine. Lass die Füße auseinanderfließen. Einatmend, Füße aufeinander zuziehen, die Beinmuskulatur Richtung Becken führen, den Beckenboden dabei schließen und ausatmend wieder lösen. Noch ein, zwei Zyklen. Gut. Wenn du ankommst, dann lass dein Becken tiefer sinken. Und stell dir vor, dass es mit jedem Mal, wenn du ausatmest, sich nicht nur entspannt, sondern auch Gewicht abgeben kann Richtung Erde. Und wenn es das macht, bitte ich dich, den Fuß anzusehen, die Zehen zu heben, zu sehen, wie das Fußgewölbe sich aufrichtet, zu spüren, wie du den Boden berührst, mit Ferse, Außenseite und Zehenballen, auch Großzehenballenbereich, da eine Unterlage nach unten wegzudrücken, mit diesen Auflageflächen und die Zehen dann wieder zu entspannen. Und wieder das Becken fokussieren, ausatmend nach unten fließen lassen. Und jetzt senk dein rechtes Knie zur Erde. Greif gern die Blöcke, den linken Fuß ein Stück nach außen und dann gleich die linke Hand mit dem Block an die Innenseite des Fußes. Hintere Fuß aufstellen oder ablegen, nachdem was für das Knie schöner ist. Und wenn du das hast, dann beug dein vorderes Knie und lass dein Becken wieder tiefer nach unten sinken. Und auch wenn da jetzt nicht so viel an Bewegung oder Intention entsteht, gerade deshalb vielleicht ist es schön, bei dir zu bleiben, dich nicht wegtragen zu lassen mit dem Geist, sondern immer wieder ihn einzuladen, zu dir, zu diesem Moment, zu diesem Ort, an dem du hier bist, anzukommen. Anzukommen auch im Fühlen deines Körpers, im Spüren der Dehnung der Beinmuskulatur. Einatmend den Beckenboden etwas schließen, ausatmend den Beckenboden entspannen. Jetzt lass uns mit dem rechten Unterarm tiefer kommen, auf die Unterlage unter dir,
Finde eine gute Höhe, eine gute Variante, sodass der Boden nicht zu tief und nicht zu hoch ist. Wenn du das für dich entdeckt hast, dann bring den linken Unterarm mit dazu. Der ist ein bisschen schwieriger, den abzulegen. Finde auch hier eine gute Höhe für dich. Wenn du hier angekommen bist, dann führe den Geist wieder nach innen. Bring die Aufmerksamkeit zu dir und spür, was sich hier verändert. Die Intensität, die sich gesteigert hat. Finde die Atmung hier wieder. Wenn du weiter tiefer gehen möchtest Richtung Erde, kannst du die Blöcke auch zur Seite legen oder noch tiefer legen und mal die Unterarme tiefer nach unten eintauchen lassen. Auch hier spüren, was geschieht, wie es ist. Ja, und dann komm wieder zurück. Die Hände wieder aufsetzen, linker Fuß ein bisschen nach innen, eine Fußbreite, rechte Hand, linke Hand nach außen, rechter Fuß aufstellen. Und jetzt drückst du den linken Fuß in den Boden mit der Intention, du würdest den Boden wegschieben, nach vorn runter. Und dabei zieht deine linke Hüfte sich zurück nach hinten. Das Bein wird lang, den Fuß immer noch im Gegensatz dazu nach vorn runterschieben, während die Hüfte nach hinten wegschiebt. Einatmend den Rücken Länge schenken, ausatmend dich über dem Bein entspannen. Dann lass uns wieder auflösen, das vordere Knie beugen und zurück in den Hund kommen. Hier in die Welt wachsen und gleichzeitig den Boden nach unten schieben mit den Händen. Einatmend in den Liegestütz nach vorn. Ausatmend Knie, Brustbein und Becken absetzen. Einatmend Becken einrollen, Becken Boden schließen. Eine Rückbeuge, Kobra, der aufwärtsschauende Hund. Ausatmend wieder hoch in den abwärtsschauenden Hund. Einatmend in den Katzenbuckel. Zum Pferderücken und dann ausatmend zum Kind. Und hier lass uns einen Moment bleiben. Wieder mit dem Boden verbunden. Wieder ganz nah bei der Erde, ganz nah aber auch bei dir selbst. Und wenn du hier ankommst, komm bitte auf die Fingerkuppen. Es gibt etwas mehr Stabilität im Schulterbereich. Lass dein Becken nach hinten sinken, schieb es zurück nach hinten Richtung Fersen und krabbel gleichzeitig mit den Händen nach vorn. Streck dich lang, krabbel in die Breite der Yogamatte, entdeck da auch den Raum, der dir zur Verfügung steht. Und wenn du in der Breite angekommen bist, wenn auch die kleinen Finger auf der Matte bleiben können, dann senk die Hände flach zurück und spreiz die Finger. Saug die Hände wie ein Magnet in die Erde. Dann nimm die Atmung wieder wahr, lass sie in den Rücken fließen und komm einatmend hoch in den Katzenbuckel. Dann weiter zum Pferderücken. Ausatmend hoch in den abwärtsschauenden Hund. Dann heb dein rechtes Bein nach oben. Stell dir vor, du schiebst in den Fuß gegen einen Widerstand nach hinten. Heb deine rechte Hüfte hoch über die linke. Rechtes Bein ein bisschen höher heben. Hände in den Boden drücken. Und dann schau Richtung Hände und schwing den Fuß nach vorn. Und jetzt das hintere Bein bitte auswärts drehen. Und bevor wir weitergehen, bitte ich dich wieder die Zehen zu heben im vorderen Fuß, zu sehen, wie dein Fußgewölbe sich hebt, mal zum hinteren Fuß zu schauen, dort die Zehen zu heben und den Fuß so zu orientieren, dass du die Außenfläche noch am Boden orientiert lassen kannst. Alle Zehen sind gehoben, fächer alle Zehen auf und leg sie weich und sanft und lang zur Erde. Lass sie ausgleiten auf dem Halb der Erde. Spür die Auflagefläche in der Füße. Drück sie kräftig nach unten und komm langsam hoch nach oben. Gut, die Hände bitte an die Hüfte parallel zum langen Teil deiner Unterlage. Gut, und dann kannst du dein vorderes Knie beugen. Und wenn du den Blick dahin bringst, dann hat das Knie oft die Tendenz, nach innen einzufallen. Ich bitte dich, dir vorzustellen, dass du das nach außen lehnst und dir vorstellen, dass eine Wand, gegen die du das Knie anlehnst, sodass das Knie in der Summe den Zehen folgt, also auch in die Richtung der Zehen zeigt. Gut, dann bitte wieder
die Zehen heben, die Füße spüren, wie sie den Boden nach unten schieben und die Zehen auffächern und entspannen. Mit der Einatmung bitte ich dich, die Beinmuskeln hochzuziehen Richtung Becken, wie als würdest du einen Strumpf hochziehen, den Beckenboden zu schließen und ausatmend wieder zu entspannen, das Becken ein bisschen tiefer sinken zu lassen. Nach 2-3 Atemzyklen. Einatmen, Beinmuskeln zum Becken, Beckenboden schließen und dann entsteht wieder ein kleiner Auftrieb mit dem Oberkörper nach oben. Ja, du wächst nach oben und ausatmen, entspann dich wieder nach unten Richtung Erde. Ja, dann die Arme bitte öffnen nach außen. Jetzt bring den Blick über den rechten Arm in die Welt. Während wieder die Atmung fließt, die Einatmung dafür sorgt, dass die Beinmuskeln Richtung Becken ziehen, der Beckenboden sich schließt, bitte ich dich auch, die Armmuskeln Richtung Schultern zu ziehen und ausatmend die Beine entspannen, Becken tiefer sinken lassen und mit der Vorstellung arbeiten, dass du die Arme verlängerst, dich über die Fingerspitzen weiter ausstreckst. Einatmend, Kraft sammeln im Bereich des Beckenbodens, von dort nach oben wachsen, ausatmend entspannen, in die Welt strecken. Und der Blick folgt den Fingern. Visualisiere einen Punkt ganz weit in der Ferne, ganz weit weg, außerhalb des Raums, den du siehst. Und schau diesen Punkt an. So bist du gut mit dem Boden verbunden. Spürst Halt, Stabilität am Boden und zentrierst den Geist mit dem Blick in der Ferne. Sei ganz bei dir, bereit für das, was kommt. Und auch zentriert in dir selbst. Dann die linke Hand bitte senken auf das Bein. Dreh den rechten Arm auswärts und streck den rechten Arm hoch. Streck die Fingerspitzen hoch in die Welt, streck die rechte Seite. Schließ den Beckenboden und beug dich langsam nach links. Und jetzt schau vor dem Arm nach oben in die Welt. Auch hier mit dem Einatmen Kraft sammeln, die Beinmuskulatur Richtung Becken, Beckenboden schließen, ausatmend den Boden wegdrücken und die Beine entspannen. Noch 2-3 Atemzyklen, lenk die Atmung auch in die rechte Flanke dabei. Und ausatmend komm wieder zurück. Einatmen, zieh dich nach vorn, den rechten Arm ganz weit nach vorn, rechte Hüfte fließt unter die linke. Jetzt stützt den rechten Ellenbogen am Knie oder am Oberschenkelansatz ab und streckt den linken Arm über dem Kopf aus. Auch hier die Atmung fühlen, einatmen von den Füßen, die Beinmuskulatur Richtung Becken ziehen, Beckenboden schließen, die Armmuskeln Richtung Schultern ziehen, ausatmen mit diesem umarmten Gefühl der Kraft dich strecken. Noch 2-3 Zyklen. Und mit dem nächsten Ausatmen komm wieder zurück zum Boden. Rechter Fuß nach hinten in den Hund. Einatmen in den Liegestütz. Ausatmen Knie, Brustbein und Becken ablegen. Einatmen Beckenboden schließen, Becken einrollen, heb dich nach vorn hoch. Ausatmen komm wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Schieb die Hände nach unten, streck dich hoch. Einatmen, linkes Bein heben, ausatmen, Hüfte aufdrehen, linke Hüfte über die rechte. Den Boden spüren, linke Hand in den Boden drücken, rechte Hand in den Boden drücken, gehobenes Bein ein bisschen höher heben, einatmen und ausatmen, den Fuß nach vorn schwingen. Gut, hinteres Bein drehst du auswärts, sodass du die Ferse absetzt und stell den Fuß so auf, dass du die Außenseite auch noch gut am Boden orientiert lassen kannst. Dann heb die Zehen im vorderen und hinteren Fuß und schau, was passiert. Die Kraft des Fußes, das Fußgewölbe, das sich aufrichtet. Drück die Auflageflächen des Fußes in die Erde. Fächer die Zehen auf und leg sie ganz lang und weich wieder zur Erde. Und noch einmal kräftiger den vorderen Fuß in den Boden drücken und dabei den Auftrieb nach oben nutzen. Die Hände an die Hüfte. Hüfte parallel zur langen Matte. Ja, lass uns noch einmal die Zehen heben, noch einmal die Füße zentrieren,
Dabei die Beinmuskulatur hoch Richtung Becken ziehen, den Beckenboden schließen und ausatmend die Zehen entspannt ablegen. Einatmend, den Beckenboden schließen. Ausatmend, entspannen. Und so wie du es machst, so kannst du auch spüren, dass du mit dem Schließen des Beckenbodens und mit dem Heranziehen der Muskulatur der Oberkörper einen Auftrieb erfährt, dass du wächst in die Welt und ausatmend nach unten Richtung Boden orientiert bist und da wieder ankommst. Ja, dann streck die Arme zur Seite und dreh den Blick nach links. Schau über die Fingerkuppen hinweg. Lass uns auch die Arme integrieren. Wenn du einatmest, nicht nur die Beinmuskeln Richtung Becken, auch die Armmuskulatur Richtung Schultern. Und ausatmend alles wieder entspannen und mit diesem umarmten Gefühl in die Welt strecken. Die Fingerspitzen auseinanderfließen lassen zwischen linken und rechten Händen. Schau in die Ferne, ein imaginärer Punkt ganz weit weg, außerhalb des sichtbaren Raums, ganz in der Ferne. Ein Punkt, den du fokussierst, der dir Klarheit gibt, eine Richtung gibt. Der den Geist fokussiert. Du bist verwurzelt mit dem Boden, findest Halt und Sicherheit und doch präsent in der Welt. Dann lass den rechten Arm sinken, dreh den linken Arm auswärts und streck ihn hoch. Streck dich hoch in die Welt und neig dich nach rechts. Dann kannst du vor dem Arm nach oben schauen, die Atmung in den linken Raum der Flanke schicken. Und auch hier einatmend Kraft spüren, ausatmend den Boden wegdrücken. Ja, komm wieder zurück, zieh dich mit dem linken Arm in den Raum nach vorn. Und so wie du das machst, so taucht deine linke Hüfte unter die rechte Hüfte ein. Stütze den linken Ellenbogen kurz hinter das Knie auf und streck den rechten Arm in die Verlängerung der rechten Seite. Einatmend, Halt aufbauen, die Beine aktivieren, den Beckenboden aktivieren, die Armmuskeln aktivieren. Ausatmend, entspannen und dabei strecken. Noch einen Atemzyklus und mit dem nächsten Ausatmen kommen, mit den Händen wieder zurück zum Boden und jetzt einen Schritt nach vorn, Achtung, einen Schritt vor. Ausatmend in eine Vorbeuge eintauchen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, ein langer Rücken, drück die Füße nach unten. Ausatmend, entspann dich in die ganze Vorbeuge. Einatmend, kommen die Hocke nach oben. Ausatmend, verweil hier. Und jetzt beginnen die Zehen zu heben. Ja, kannst du auch ruhig sehen. Ja, die Zehen heben sich, Fußgewölbe richtet sich auf. Zieh die Beine aufeinander zu, falte die Matte zwischen den Füßen, wenn du einatmest und entspann wieder im Ausatmen. Und dann senk die Zehen zurück zum Boden. Und ein kleines Experiment, ich bitte dich, die Fersen zu heben. Das verringert die Auflagefläche zum Boden. Das ist ganz anders, es braucht viel mehr Kraft, viel mehr Balance und Halt. Und dann lass uns wieder verwurzeln, die Fersen wieder senken, in den Boden drücken, Halt aufbauen. Und jetzt stell dir vor, du schiebst den Boden nach unten. Und so wie du das machst, den Boden wegdrückst, so wächst du hoch in die Welt. Streck dich nach oben, ganz lang einatmen und ausatmend die Hände zum Herzen. An die Seite. Und dann spür nach. Atme nach oben ein. Stell dir vor, du nimmst Kraft mit den Beinen hoch zum Becken. Schließ den Beckenboden, hast ein Fundament. Beginnst mit dem Oberkörper aus dieser Basis zu wachsen, dich aufzurichten und ausatmend wieder nach unten zur Erde zu entspannen. Wenn die Augen im Moment zu sind, dann öffne sie langsam wieder. Komm wieder in diese Welt und schau euch nochmal die Füße an.
Und stell sie so auf, dass die Beine parallel verlaufen. Und dann heb die Zehen. Veranker dich wieder mit den Auflageflächen, die du dort spürst am Boden. Und dann spreiz die Zehen und leg sie lang und gelöst zur Erde zurück. Und jetzt verlage Gewicht nach links auf den linken Fuß und dann macht er automatisch einen tieferen Eindruck in die Matte. Das wird ein Standfuß, verwurzel ihn, finde Halt, finde ein Gefühl, dass du Wurzeln ausbreitest um dich herum, sodass du auf einem großen Fundament stehst, auf einer breiten Basis. Und dann winkel dein rechtes Knie, sodass die Ferse den Boden verlässt. Dann heb dein rechtes Knie bitte an. Den linken Fuß in den Boden drücken, die Beinmuskulatur hoch Richtung Becken und gleichzeitig den Fuß nach unten schieben. Rechtes Bein drehst du auswärts, rechtes Knie zeigt nach außen und dann stell den Fuß an der Innenseite des linken Oberschenkels ab, vielleicht unter oder oberhalb des Knies. Bring die Hände an die Hüfte und dann komm hier an, auch wenn es Balance bedeutet, auch wenn das zwischendurch mal vielleicht etwas beweglicher wird, komm immer wieder bei dir an und im Kontakt mit dem Boden. Schlag Wurzeln. Drück den Boden nach unten und richte dich nach oben auf. Jetzt breite die Arme aus oder bring sie hoch und über dem Kopf zueinander. Wir sind im Baum in Vrikshasana und das ist ein sehr dankbarer Eindruck für dieses Wurzelchakra, denn ein Baum braucht Wurzeln. Er braucht Wurzeln, um Halt zu finden, um sich zu ernähren, aber auch um zu wachsen nach oben in die Welt. Und die Erinnerung daran, wie wichtig Wurzeln sind und wie wertvoll es ist, verwurzelt zu sein, die Erinnerung schenkt uns die Ausatmung. Lass sie nach unten fließen in den Boden. Lass die Wurzeln dort wachsen. Und die Einatmung, die schenkt die Leichtigkeit nach oben in die Welt. Und was passiert, wenn wir einen Teil dieses Fundaments auflösen? Das möchte ich mit dir erfahren. Bitte dich vor, dir einen Punkt zu fixieren, der dir auch gedanklich Halt gibt, der den Geist fokussiert. Und wenn du möchtest, dann die Ferse in einen kurzen Moment zu heben und zu spüren, was das bedeutet an Balance, an Bewegung. Und dann wieder anzukommen, die Ferse zu verwurzeln und wieder die Sicherheit zu erfahren, dass du hier bist, dass der Boden dich hält. Der Atmung Freiraum geben. Und im letzten Ausatmen komm wieder zurück zum Stehen und schließ die Augen. Jetzt sind beide Füße am Boden verwurzelt, rechts und links, und es ist gewohnt und der Stand gibt Sicherheit, die Basis ist größer. Nimm den Boden wahr, den du berührst. Und vergleich das linke Bein mit dem rechten Bein. Die linke Seite mit der rechten Seite. Unten und oben, Beine und Oberkörper. Und wenn du die Augen geschlossen hast, dann öffne sie wieder in die Welt und verlage Gewicht nach rechts. Rechten Fuß gut erden. Dann macht er automatisch einen tieferen Abdruck in die Yogamatte. Mach ihn mit Ferse, Außenseite und Zehenballen, weniger mit den Zehen selbst. Die kannst du sogar heben, wenn du möchtest. Und den Fuß nach unten drücken, drücken, drücken. Und linkes Knie beugen. Löst die Ferse vom Boden. Und wenn die Einatmung kommt, dann zieh die Beinmuskulatur Richtung Gesäß im rechten Bein. Und ausatmen, drückst du diese umarmten Knochen tiefer in den Boden nach unten. Und mit dem nächsten Einatmen linkes Knie heben. Ausatmen, rechts wieder verwurzeln. Und die Hände an die Hüfte, linkes Knie nach außen und den Fuß an der Innenseite des Beines aufsetzen. Oberhalb oder unterhalb des Knies, je nach Wunsch.
Ja, dann drück den Standfuß in die Erde, drück aber auch den angewinkelten, also das linke, den linken Fuß in das Standbein heran. Bau eine Basis auf, schließ den Beckenboden und wachs nach oben. Die Arme zur Seite oder hoch in die Welt. Und jedes Mal, wenn die Einatmung entsteht, dann zieh die Energie, diese muskuläre Energie hoch zum Becken und noch höher Richtung Fingerspitzen. Und wenn die Ausatmung kommt, dann entspann den Beckenboden und erde dich. Lass die Wurzeln um dich herum wachsen für eine große, breite Basis. Und auch hier, was passiert, wenn wir diese Basis verlassen, weniger geerdet sind, als wir das jetzt schon sind? Lass es uns probieren. Schau dir einen Punkt vor dir an, der dir Halt gibt und Sicherheit schenkt. Und dann löst die rechte Ferse einen Augenblick lang hoch. Beobachte, was geschieht, die Bewegung, das Suchen. Und wenn es gut ist, dann komm wieder zurück, bitte, und senke die Ferse wieder ab und erde dich. Komm hier an, atme tief durch und löst dann bitte wieder auf. Und so wie du ankommst, beide Füße aufstellst, so schließt die Augen. Der Stand ist vertraut, beide Füße verwurzeln sich, das Fundament wird größer, der Halt sicherer. Und dann spür nach. Rechts und links im Unterschied. Unten und oben, Unterkörper und Oberkörper. Fühl auch die Atmung, wie sie dich durchströmt. Besonders die Ausatmung, die immer wieder nach unten gerichtet ist, zur Erde, die dir das Ankommen schenkt. Die dir Sicherheit verleiht. Die dich verbindet und verwurzelt. Wenn die Augen zu sind, dann öffne sie wieder und bring die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Bitte dich, die Knie etwas zu beugen, mit den Fingerkuppen Richtung Knie einzutauchen und dann über die Vorderseite dich wieder aufzurichten, nach oben in die Welt zu wachsen, den Boden wegzudrücken, ausatmend dich zu verneigen und zum Boden zu verneigen, der dir Halt gibt. Einatmend in die halbe Vorbeuge kommen. Füße drücken nach unten in den Boden, ausatmen, dich wieder verneigen zur Erde. Den rechten Fuß im Einatmen nach hinten setzen, linker Fuß ausatmen, dazu in den Hund. Einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmen, Knie, Brustbein und Becken ablegen. Einatmen in der Rückbeuge, Beckenboden rollt, schließt sich, Becken rollt ein, ausatmen, komm wieder zurück in den abwärts schauenden Hund und atme hier durch und verweile. Spreiz die Finger, drück den Boden nach unten und schieb dein Becken hoch. Dann lande im Vierfüßler. Auch hier mit einer kleinen Bewegungssequenz Katze und Pferd. Und dann krabbel mit den Händen nach vorn, Schritt für Schritt. So lang, bis die Stirn Richtung Erde eintaucht. Das ist wieder ein wunderbarer Augenblick, ganz der Erde anvertraut zu sein. Denn wir sind wieder da, nach diesem kleinen Experiment, nach dieser Balancehaltung. Da war nur ein Fuß am Boden, manchmal auch nur der Vorderfuß am Boden. Und jetzt entsteht der Bodenkontakt neu. Wir sind eingeladen, uns ihr anzuvertrauen, der Erde, die uns die ganze Zeit trägt. Und immer wenn die Ausatmung entsteht, dann vertraue dich ihr noch mehr an. Tauch in sie ein. Lass uns wieder in den Vierfüßler wechseln. Und zum Sitzen kommen.
Wenn du dich setzt, dann bring die Beine bitte vor. Und da kannst du sie gerne ein bisschen bewegen, denn sie trugen dich bis jetzt durch diese Praxis hindurch. Und ich bitte dich, dich aufzurichten im langen Sitz. Du kannst sehr gerne die Gesäßmuskulatur etwas nach außen ziehen. Und dann stell die Füße auf und verschränk die Unterschenkel. Also eine Art Schneidersitz. Ja, gerne noch einmal die Gesäßmuskulatur nach hinten ziehen. Dann lass dein Becken schwer werden, lass es in die Unterlage sinken. Und komm bitte mit den Händen nach vorn. Und dann wander mit kleinen Schritten nach vorn. Ja, und immer wieder daran erinnern, dein Becken ist schwer, es sinkt Richtung Erde. Und der Oberkörper fließt nach vorn. Die Atmung kann in den Rücken strömen und sie kann ihm einatmend Länge und Weite verleihen und ausatmend entspannen, sodass du in diese Haltung, in diese Verbeugung dich verneigen kannst. Und dann krabbel wieder zurück. Lass uns die Verschränkung der Beine ändern und das andere Bein nach vorn bringen. Wenn du den Wunsch hast, dass es bequemer sein könnte, dann kannst du gerne auch die Blöcke unter die Knie oder unter die Beine legen, sodass du da ankommen kannst und die Hüftgelenke sich eventuell ein wenig mehr entspannen dürfen. Dann lass dein Becken tiefer sinken. Stell dir da einen Moment von Geborgenheit vor. Und dann krabbel mit den Händen wieder nach vorn. Gib der Atmung Raum und Fülle im Rücken. Und immer wenn die Einatmung dorthin strömt, dann weitet sie den Rücken. Und wenn es ausatmet, kannst du dich entspannen. Dann erfahre noch einmal dieses Gefühl, durchgeatmet zu werden. Und wechsel dann langsam wieder zurück nach oben. Und bring dann die Knie wieder zueinander. Und lass die Beine ausgleiten. Dann kannst du sie gerne nochmal schütteln und bewegen. Und mit mir in die Rückenlage eintauchen. Dann stell dort die Füße auf und spür den Bodenkontakt der Füße. Der ist auch hier nochmal wertvoll, denn je mehr jetzt die Füße in den Boden drücken können, desto leichter wird das Becken. Dann roll es bitte ein, heb es nach oben hoch, räkel dich hoch in die Schulterbrücke und komm wieder zurück nach unten zum Boden. Einatmend, heb dich nach oben hoch, roll den Rücken Wirbel für Wirbel von der Erde auf. Ausatmend, komm vom Schulterbereich Richtung Becken wieder zurück zur Erde. Und mach das noch 2, 3 Zyklen. Ganz mit der Bewusstheit darauf, wie es sich anfühlt, den Boden zu verlassen und wieder zurückzukehren zu ihm. Wenn du beim nächsten Mal mit dem Ausatmen den Boden wieder berührst, mit dem Beckenbereich, dann bleib dort. Und beginn mit den Beinen sanft nach rechts und links zu schaukeln.
Finde da ein für dich gutes Tempo, einen guten Fluss. Da kann der Kopf entgegengesetzt mitgleiten, sodass die gesamte Wirbelsäule von dieser Drehbewegung profitieren kann. Und manchmal ist das ein durchgängiger Fluss. Manchmal entstehen auch an den Wendepunkten kleine Pausen. Wenn sie entstehen wollen, dann lass sie dort zu. Mach das noch ein, zwei Mal pro Seite. Wenn du daraus in der Mitte ankommst, dann greif dir die Knie zu Apanasana. Und wenn du sie greifst, dann kannst du auch hier weiter bewegen, dich weiter räkeln und schaukeln. Und wirklich den Bodenkontakt unter dir nutzen als eine Quelle einer Massage. Und dann komm hier auch in der Mitte an und begreif diese Umarmung auch wirklich als Umarmung, die du dir symbolisch schenkst. Nach all den Wegen, die wir schon gingen durch diese Praxis, nach all den Wegen, die du in deinem Leben bis jetzt gegangen bist, bis dich diese Wege hierher führten zu diesem Moment. Denn hier bist du jetzt, hier bist du bei dir. Und diese Umarmung ist eine Einladung, wirklich auch dieses Verbindungsgefühl zu genießen. Das Gefühl, hier einfach sein zu dürfen. Und so nimm diese Umarmung, die du dir im Augenblick schenkst, mit, zumindest auf symbolischer Ebene, und komm nach oben zum Sitzen. Wir bleiben einen Moment im Sitz, also darf es bequem werden, gerne mit einer Unterlage unter dir. Und wenn du einen guten Sitz gefunden hast, dann schließ die Augen. Das ist gar nicht so oft am Tag, dass wir die Augen auch mal schließen und uns diese Möglichkeit schenken, nicht in die Welt orientiert zu sein, nicht auf jeden Eindruck, auf jedes Geräusch und auf jeden Impuls zu reagieren, der die äußere Welt nun mal mit sich bringt. Denn wenn die Augen sich schließen, dann kann die Welt sich ausblenden. Dann entsteht ein Moment eines Rückzugs. Und dieser Rückzug ist ein Weg nach innen. Da ist auch eine Welt in dir. Das sind Dinge, die du erfahren kannst, sehen kannst, spüren kannst, beobachten kannst. Und dazu lädt uns Muladhara auch ein, nicht uns in der Welt zu verlieren, in ihren Möglichkeiten und Eindrücken, auch nicht in ihrem Rhythmus und ihrer Schnelllebigkeit, sondern die Freiheit zu haben, davon auch mal auszusteigen. Wie aus einem Rad, das sich immer weiter und immer schneller dreht, da die Möglichkeit zu haben, auszusteigen und bewusst zu sagen, ich mache eine Pause, ich ziehe mich zurück. Denn ich weiß, dass es gut ist, mit mir selbst verbunden zu bleiben. Und oft geht im Alltag diese Verbundenheit verloren. Das sind so viele Dinge, die uns beeindrucken, beeinflussen, so viele Aufgaben, die wir erfüllen müssen, Erwartungen, die an uns gestellt werden, Eindrücke, die auf uns anwirken. Und manchmal fehlt es, sich davon abzugrenzen und zu sagen, hier bin ich. Und außen, die Dinge, die da außen sind, die können auch mal außen bleiben. So wie jetzt. Wenn du nach innen spürst, dann entsteht diese Verbindung, dieses Gefühl, wie du bist. Du kannst den Körper spüren. Muladhara bringt uns in diese körperliche Erfahrung. Der Körper hat eine Haut, eine Hülle, hat eine Struktur und Größe, besteht aus Muskeln, Fasern, Sehnen,
Gelenken und Knochen und Bindegewebe und alles, was da in dir ist, die Organe, die Zellen, das Blut, der Kreislauf des Blutes. Die Struktur des Körpers wird definiert durch, nicht nur durch die Hülle, auch durch die Knochen, auch durch die Knochen des Beckens. Und im Moment berühren diese Beckenknochen auch die Sitzbeine, die Unterlage. Vielleicht kannst du das spüren. Ja, vielleicht sogar, wenn du mal eine Hand unter das Becken schiebst und diese spitzen Sitzbeine fühlst. Das sind sehr schöne symbolische Orte, um von dort Wurzeln in den Boden fließen zu lassen. Beginn also die Sitzbeine tiefer zu erden. Und da ist dieser physische Kontakt zur Unterlage. Da kann dein Becken eintauchen, kann Gewicht abgeben an diese Unterlage, kann sich über die Sitzbeine erden. Und dann zwischen den Sitzbeinen spannt sich der Beckenboden, dieser seitliche Bereich. Er spannt sich auch natürlich nach vorn Richtung Schambein und Richtung Steißbein. Aber eben auch zwischen den Sitzbeinen. Und ich bitte dich jetzt, dir vorzustellen, dass du die Sitzbeine ganz sanft aufeinander zuziehst. Als würden die sich aufeinander zuschieben. Und das ist ein Teil der muskulären Schicht des Beckenbodens. Eine andere Schicht zieht Schambein und Steißbein zueinander, also zieht diese Längsstruktur aufeinander zu. Eventuell kannst du das auch spüren, dass diese Längsstruktur sich spannt, nicht nur die Querstruktur zwischen den Sitzbeinen. Quer und längs sich spannen, der Beckenboden sich dafür annähert und schließt. Und dann lass das wieder los. Lass Weite entstehen dort. Noch einmal die Sitzbeine aufeinander zuziehen, auch Schambein und Steißbein aufeinander zuziehen. Und einatmen und ausatmen, alles wieder entspannen. Mach das noch ein paar Mal weiter, bitte. Und viele erfahren dadurch die Einatmung als etwas, das nach oben orientiert ist. Oder ein Gefühl, als würde eine Energie oder Kraft nach oben kommen, wenn der Beckenboden sich spannt, die Einatmung nach oben fließt. Und viele erfahren die Ausatmung mit dem Lösen des Beckenbodens als eine Energie, die nach unten fließt. In den Raum des Beckens und von dort in den Raum der Erde unter dir. Genau in diese Räume führt uns Muladhara, das Wurzelchakra. Das Chakra, das uns vom Kopf löst, von seinen Dingen, die ihn da beschäftigen, das uns zurück in den eigenen Körper führt, das uns von außen nach innen führt, hin zu uns selbst. Der Körper ist etwas ganz Individuelles. Wir haben zwar alle einen gleichen Körperaufbau, aber sind in den Feinheiten sehr unterschiedlich. Der Körper, den du hast, ist individuell. Den gibt es nur einmal. Das ist dein Körper. Genauso wie du auch nur einmal da bist. So wie du bist. So bist du einzigartig. Und ich begreife Muladhara nicht nur über diesen Bodenkontakt und Anspannen und Entspannen des Beckenbodens und Kraft und Entspannung und Ankommen. Ich begreife es oft auch als Einladung, dass ich mich in mir zu Hause fühle. Als Einladung, dort sein zu dürfen. Und zwar
so zu sein, wie man nun mal ist. Du darfst so sein, wie du bist. In all deiner Einzigartigkeit. Und so wie du bist, so ist das gut so. Auch wenn da Baustellen sind, die haben wir alle. Ängste, Zweifel, Nöte. Manchmal die Meinung, dass wir besser sein könnten oder perfekter oder schöner oder eben anders. Dass uns doch Dinge leichter fallen könnten. Dass wir erfolgreicher sein könnten. Manchmal gibt es auch Stimmen, die sagen, dass wir etwas nicht können. Und Muladhara verdeutlicht uns, dass das alles nur eine Frage des Kopfes ist, nicht des Körpers, nicht des Seins. Sich so anzunehmen, wie man ist, das ist, finde ich, ein sehr tiefes Geschenk, das uns Muladhara gibt. Ich darf so sein, wie ich bin. Ohne, dass ich anders sein muss. Ich bin so, wie ich bin, ohne anders sein zu müssen. Ich bin so, wie ich bin. Und das ist gut. Ich muss nicht anders sein, als ich bin. Ich bin. Und Muladhara ist die Einladung zu diesem Sein, sein dürfen, wie ich bin. Es ist die Einladung, anzukommen bei sich selbst. Selbstbestimmt anzukommen. Und da ein Zuhause zu finden, das Halt gibt, das mich mit offenen Armen empfängt, das mich so annimmt, wie ich bin und mich umarmt. Ich möchte dich einladen, die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander zu bringen.
und die Hände zu spüren, wie sie Kontakt aufbauen. Im Moment ist das ja sehr selten, dass wir Hände berühren. Aber wir können uns selbst berühren, die eigenen Hände. Und damit auch eine Verbindung schaffen zu uns selbst. Und wenn wir diese gemeinsame Stunde jetzt hinter uns lassen, dann vielleicht mit der Intention, dass es in uns die Möglichkeit gibt, zu Hause zu sein, anzukommen. Wir kommen über das Spüren und Fühlen und Wahrnehmen diesen Kontakt mit uns selbst, auch über die Atmung, die uns hierhin führt. Und Muladhara gibt uns den Weg dorthin. Und dann, wenn wir diese Stunde verlassen und wieder in die äußere Welt zurückgehen, vielleicht mit mehr Selbstbestimmtheit, mit einem Gefühl, mitten im Leben stehen zu dürfen, einen Platz zu finden, verwurzelt zu sein, auch wenn die Welt so ist, wie sie ist. Auch wenn sie manchmal an uns zerrt, uns Kraft raubt, uns herausfordert, aber mit der Möglichkeit, immer wieder sich zu erfahren, bei sich selbst zu sein, sich zu verwurzeln, zu sich und zur Erde, die Halt gibt. Mit dieser Erfahrung erfahren wir die Energie, die uns durch diese Welt trägt. Und ich bitte dich beim nächsten Mal tiefer auszuatmen und im Einatmen die Arme zu öffnen, über die Seite, in die Welt so, wie sie ist, auch anzunehmen, zu umarmen, die Arme nach oben zu bringen, ausatmen, die Hände vor die Stirn, den Mund und den Raum des Herzens zu führen. Ein zweites Mal dich zu öffnen, in die Welt und doch im Ausatmen wieder zurückzukehren zu dir selbst. Und wenn du hier ankommst und es möchtest, dich zu verbeugen, mit einem Danke für die Zeit, die du fandest, die Möglichkeit, an diesem Ort zu sein, zu dieser Zeit zu sein, bei dir zu sein und sein zu dürfen. So wie du bist. Und dich dann wieder aufzurichten und ganz bewusst die Augen wieder zu öffnen und die Welt zu sehen, die dich umgibt. Und ich wünsche dir einen guten Weg in die Welt. Und danke, dass du heute ein Teil dieser Stunde warst. Namaste.